Ja, nochmal hallo und herzlich willkommen zu diesem, ich sag jetzt mal, Eigenwerbung-Video? Fragezeichen. Nun ja, ich weiß, dass einige von euch ziemlich gespannt auf den nächsten Minecraft-Film warten und an dem wird auch fleißig gearbeitet. Und ich darf auch schon verraten, dass wir fast fertig sind. Nichtsdestotrotz kommt er spätestens Februar raus, das habe ich ja bereits erwähnt. Wann genau Februar, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall Februar. Länger werden wir hoffentlich nicht brauchen. Aber wenn doch, gebe ich natürlich Bescheid. So. Diesmal in diesem Video, wie bereits erwähnt, das ist, ich sag jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Nun, ihr seht schon diese Seite. Ich traue mich mal nicht zu sagen, wie es da heißt, weil ich habe immer Angst, dass ich es falsch sage. Und dann kommen viele wieder mit, oh, du sagst es so falsch. Und so weiter und so fort. Also hier oben links könnt ihr es sehen. So heißt die Seite. Gleich darunter ist mein Name, wie ich auf dieser Seite heiße. Nun, was mache ich hier? Damals, als ich mich angemeldet habe, habe ich viele Zeichnungen und Fotos veröffentlicht, hochgeladen, sage ich jetzt mal. Hochgeladen ist ein einfaches Wort, das kennen wir alle, das verstehen wir gut. So habe ich sehr viele Zeichnungen und Fotos hochgeladen, die auch alle eine sehr witzige Geschichte an sich haben, aber ich habe die irgendwie nie wirklich erzählt. Was soll's? Und das ist jetzt halt wirklich nur etwas, wer sich für Zeichnungen oder Fotos oder sonst irgendwas interessiert. Denn ich war jetzt halt schon seit mehreren Monaten etwas inaktiv und ich habe gerade eben spontan dran gedacht und mir vorgenommen, dieses Jahr, jetzt halt in Zukunft regelmäßig hier irgendwelche Bilder, auch Screenshots von Computerspielen oder bearbeitete Screenshots von Computerspielen, ich sag nicht, wie ich sie bearbeiten werde, aber dass ich sie bearbeiten werde, dort hochzuladen, so dass ihr euch sie ansehen könnt. Also wen es interessiert, der kann ruhig mal kurz vorbeischauen und ich bin echt schlecht darin, Werbung zu machen. Und ich bin ja echt noch schlechter darin, Werbung für mich selbst zu machen. Mein Gott, bin ich kacke. Na gut, jedenfalls, ich kann euch ja ein paar Bilder zeigen. Also ich habe nicht wirklich viel gemacht, aber wenn in Zukunft sowieso mehr dazu kommt, dass ihr euch auch von selbst anschauen könnt, was wie Deutsch kompliziert, Hilfe. Dann ist es ja nicht schlimm, wenn ich euch ein paar oder wenn ich sogar alle zeige. Nein, ich zeige euch nur ein paar. Und ich überlege gerade, mit welchem wir anfangen. Nehmen wir einfach mal diesen Baum. Komm. Nun, ich habe früher gedacht, dass, also als ich das Foto gemacht und hochgeladen habe, habe ich gedacht, das ist der Baum, der direkt vor meinem Haus steht. Also, ihr wisst ja, ich habe mein Haus und wenn ich aus der Tür rausgehe, aus der Eingangstür, steht da gleich ein Baum. Den kann man manchmal sehen in manchen Videos, aber das ist er nicht. Das da ist übrigens der Wald in der Nähe, wo ich wohne. Der Wald, der in der Nähe von meinem Haus ist, wo ich wohne. War das jetzt normales Deutsch? Keine Ahnung. Aber in dem habe ich ja auch schon manchmal gedreht, beispielsweise den Horrorfilm, den es zu Halloween gab, oder die Cry of Fear, ich sag mal, verarsche. Und ja, jetzt habe ich vergessen, mit dem Baum weiterzuerzählen. Auf jeden Fall, der Baum steht nicht direkt vorm Haus, der ist etwas weiter weg in der Nähe vom Wald. Ah, mein Deutsch. So, und das hier. Ich bin tatsächlich ein bisschen stolz auf dieses Bild. Es ist nämlich ein Gesicht. Und nur weil ich euch so gerne habe, werde ich euch mal sagen, wo das Gesicht versteckt ist. Wenn ihr meine Maus sehen könntet, dann würde ich euch jetzt mal zeigen. Ach, ihr seht sie nicht. Kacke. Was soll's. Also, auf jeden Fall. Direkt über meiner Unterschrift ist die Nase. Etwas weiter oben, also nicht allzu weit oben, ist das Auge. Noch etwas weiter oben ist das nächste Auge. Und dann da ist so ein komischer roter Fleck unter dem zweiten Auge. Das ist der Mund. Tut mir leid, ich bin echt schlecht darin, das zu beschreiben. Aber auf jeden Fall, das ist ein Gesicht. Das Bild ist entstanden vor einem Jahr, als ich mit zwei Freundinnen unterwegs war. Ich hatte einen Kugelschreiber und einen blauen Füller. Ich weiß nicht mehr, warum, was wir dort gemacht haben, warum wir diese Stifte überhaupt dabei hatten. Und eine meiner Freundinnen hatte einen roten Füller und dann habe ich den geklaut und gemalt. Ja, und das ist auch entstanden vor einem Jahr. Also ich hatte nicht nur diese Stifte dabei, sondern auch noch so ein kleines Zeichenbuch. Deswegen ist da auch normales Papier, weil es extra zum Zeichnen gemacht ist. Und meine andere Freundin, die wo nicht den roten Füller hatte, hat mich gefragt, ob ich mal so ein Halbgesicht machen könnte. Und das habe ich auch dann gemacht. So, gucke ich mal hier. Da, dieses Haus. Oh, das Bild ist verschwommen. Oder ist das mit Absicht? Ich kenne meine eigenen Zeichnungen nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo das Zeichenheft, ich nenne es so, ich weiß nicht, ob es wirklich so heißt, gerade ist. Da sind ja alle Zeichnungen drin. Dann könnte ich nochmal nachschauen. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Kacke. Aber auf jeden Fall, das ist ein schön verschwommenes Haus. Das habe ich. Das ist gar nicht mal allzu lange her, oder? Na, egal.
Und dieses Fenster. So, dazu gibt es jetzt eine ganz lange Geschichte. Am liebsten, ihr holt euch jetzt irgendwas zu trinken und lehnt euch mal ein bisschen zurück. Denn jetzt erzählt euch die alte Rose mal eine tolle Geschichte aus ihrer Vergangenheit. Die gar nicht mal allzu, doch die ist schon echt lange her. Die ist wirklich sehr lange her. Auf jeden Fall, damals, als ich noch mit meinen Eltern und meiner Schwester in einer Wohnung wohnte, in einer Kleinstadt, wollten wir in ein Haus in ein Dorf umziehen. Und ich war so 6 oder 7 Jahre alt, ich sag jetzt mal 6, und ich hatte furchtbare Angst vom Dunkeln. Ich habe dort die seltsamsten Dinge gesehen und deswegen musste ich immer mit Nachtlicht schlafen, weil ich es sonst nicht geschafft habe. Ich habe wirklich angefangen, die seltsamsten Dinge zu sehen. Dann sind wir aber umgezogen und das Erste, das wegkam, war mein Nachtlicht. Höhö, sehr schön. Gut. Das war weg, die erste Nacht. Ach, da muss ich noch was sagen. Ich hatte rechts die Tür. Ich hatte 4 Wände. Rechts die Tür, vorne und hinten eine normale Wand und links hatte ich ein Fenster und daneben so eine Balkontür, komplett aus Glas. So, auf jeden Fall. Erste Nacht geschlafen. Ich hatte eine rosa Wand, dann gucke ich auf einmal aus dem Fenster, es ist alles dunkel. Auf einmal kommt da so was Schwarzes von der Decke runtergeflossen. Hat am Ende solche Spitzen gebildet, wie ihr es jetzt dort im Bild sehen könnt. Und aus dem Fenster kommt dann so ein haariges Beinearm-Ding, lauter Hände und Augen und Zähne und Münder. Also, was ich da gemalt habe, war noch harmlos. Was ich da damals mit 6 gesehen habe, das war ein Albtraum. So, natürlich hatte ich Angst, bin zu meinen Eltern gerannt. Nacht Nummer 2. Bin, glaube ich, ich weiß nicht, was ich geträumt habe. Ich glaube, ich hatte einen Albtraum. Auf jeden Fall bin ich aufgewacht und wollte zu meinen Eltern. Aber es war noch so früh am Morgen, dass ich rechts und links vertauscht habe. Und der Flur war genauso dunkel wie die Nacht draußen. Also bin ich statt zur Tür, die in den Flur führt, Stichwort, dazu sei gesagt, nicht Stichwort, ich habe mit offener Tür immer geschlafen als Kind. Also statt zur offenen Tür zu rennen in den dunklen Flur, bin ich zur Balkontür gelaufen und wollte. Und ich habe es ja nicht gesehen, es war draußen genauso dunkel wie im Flur. Also bin ich dann gegen die Glasscheibe gekracht, habe Panik bekommen, gegen die Glasscheibe geschlagen, weil ich gedacht habe, dass jetzt auf einmal eine Glaswand vor der Tür ist und ich nicht in den Flur zu meinen Eltern kann. Und ich habe geschrien, dagegen getreten, bis ich mich irgendwann umgedreht und das Licht im Flur gesehen habe. Ja, okay, unschöne Erinnerung. Aufs nächste Bild. Gut. Und das ist wieder im Wald. Ich habe sehr viele Fotos vom Wald. Ist ja klar, ich wohne dort in der Nähe. Ich bin früher immer dort spazieren gegangen. Das ist auch an diesem Tag gewesen, wo ich mit meinen zwei Freundinnen unterwegs war. Das habe ich dann mit meinem Füller gemalt. Mir war wirklich sehr langweilig. Ich habe rumgehockt und ich weiß echt nicht mehr, was wir dort gemacht haben, wo genau wir waren. Aber ihr seht schon mit den ganzen Zeichnungen, ich hatte sehr viel Zeit und mir war einfach so langweilig. So, das ist wieder im Wald. Das ist tatsächlich nur eine Pfütze. Aber wenn du, das habe ich noch in keinem Video gezeigt, wenn du im Wald etwas rumläufst, etwas weiter hinten, sind da zwei Flüsse. Ich habe keine, oder drei. Doch drei. Und ja, das ist ein Hase. Ich kann keine Hasen malen. Lasst mich nie einen Hasen malen. Ihr seht schon, wie verstört dieses Ding aussieht. Ich kann keine Hasen malen und wenn ich es versuche, dann passiert das. Lasst mich in der Zukunft oder allgemein, lasst mich nie wieder einen Hasen malen, sonst passiert das. So, nächstes Bild. Dazu gibt es auch eine witzige Geschichte. Ich habe mich unter einen Baum gestellt, um das zu machen. Und dann bin ich gegen den Baumstamm gestoßen. Und dann gleich, aber gleich nach diesem Bild, ich habe das Bild gemacht. Ich glaube, ich habe zwei, drei Mal dieses Bild gemacht und nur das hier ist scharf geworden. Denn dann bin ich gegen den Baumstamm gestoßen und alles, was auf den Ästen war, der ganze Schnee, ist auf mich draufgefallen. Nun, das ist jetzt nicht besonders viel, aber es war trotzdem genug, um mir einen Schock zu verpassen. Echt nicht schön. Okay, im Nachhinein musste ich echt lachen, aber als es passiert ist, war ich schon beleidigt. So, und das ist das andere Auge im Gegensatz zum anderen, was ich euch vorhin gezeigt habe. Ich hatte wirklich an diesem Tag so viel Zeit. Ich weiß wirklich nicht, wo wir waren und was wir gemacht haben. Ich weiß nur, dass wir ewig rumsitzen mussten und ich habe mich so gelangweilt. Aber na gut, das waren jetzt halt erstmal alle Bilder, die ich euch gezeigt habe. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch mal selbst hingehen und ein bisschen erkunden oder für euch selbst entdecken. Mein Deutsch ist wieder grandios, wie immer. Und insofern, ja, das ist jetzt genug mit Eigenwerbung. Ich lasse das jetzt. Tschüss.